wir können gern loslegen. Fehlt noch Crowley. Ja, das ich ist bin da. Ah! Er ist da, so. Okay. Gurin ist da, Gurin Tumlesohn. So. Sag nochmal eure Namen. Ich kann sie mir sowieso nicht merken, ich werde euch einfach anders nennen im Abenteuer. Der Zauberer, die Katze, der Zwerg und der Musik machen kann. Easy. Bade. Der Rumvögler. Oder so. Der Bade, der Zwerg, die Katze. Mit seinem Waschbären. Und der Spielleiter. Also der Waschbär. Und der Spielleiter, der jetzt das Wort hat. Waschbären, aber er ist... Der Waschbär hat auch seinen eigenen Charakterbogen. Ach so? Ja, hatte. Er hat 38 auf Beißen. Na, dann. 28 auf Kratzen und 33 auf Diebstahl. Und witzigerweise hatte er früher den Diebstahl-Skill als mein Dieb. Ja. Na dann, Spielleiter weiter deines Amtes. Führ also uns mein in das Amt. Kann spucken. Ja. Excuse me. Spielleiter. Ja, ich warte noch, bis ihr euch ausgeredet habt. Auf geht's. Sind alle bereit? Immer. Ab und zu. Bereit geboren. Ich bin auch bereit geboren. Gut, dann fangen wir mal an. Also, ihr befindet euch gerade in... Einen Moment, ich muss meine so Dokumente durchgehen. Ihr befindet euch gerade in... München. Gut, der Spieler hat das vorbereitet. Spitze. Ich habe das gerade schon erwähnt, ich habe eventuell vergessen, die Startstadt zu benennen, aber dafür alles andere natürlich. Berlin. Nehmen wir das, ihr befindet euch gerade in Dorlingen. Dorlingen. Sehr schön. Das ist, soll ich eine Weltmap einblenden kurz? Ich würde sagen, ja, mache ich einfach sehr kurz. Gerne. Oh, rein. Ja, ist nur meine private für Notizen eigentlich. Aber wir sind ja vorbereitet hier. Wir sind ja unter uns. Alles professionell hier im Stream. Ja, ja, überaus professionell. Das könnte es irgendwie anders sein. Wir haben ja noch nicht sein. Richtig eingefangen. Wieso lädt das jetzt gerade nicht hoch? Jetzt beschreib sie uns einfach. Beschreib uns einfach, was wir sehen. Da ist die Worldmap. So, da kann ich euch mal geografisch kurz zeigen, wo wir uns befinden. Sie ist auch sehr... Im Wald. Winzig. Wildsenk. Na dran. Ah, jetzt lädt sie. Ja. Jetzt lädt sie. Da ist sehr er. Schön. Sehr schön. Ehrlich, ein Traum. So, ihr befindet euch gerade... Best ein bisschen ranzoomen. Ihr befindet euch gerade genau hier, an dem blauen Kreis. Ah. Königreich von Eschorat. Eschorat. Ja, übrigens... Oder Eschorat. Falls irgendwelche Namen irgendwas echtem entsprechen sollten, ich benutze einen Namensgenerator für alles, falls da Ähnlichkeiten entstehen. Ich bin nicht dran schuld. Mir egal, wie du sie benannt hast, aber das da drüben ist die Ebene von Hertha. Hertha. Und direkt daneben liegt Japan. Change my mind. Aus Interesse, wo war das erste Abenteuer? Das erste war tatsächlich irgendwo hier oben. Ah. Mhm. Auf jeden Fall deutlich südlicher seid ihr jetzt. Wir sind eine Weile gereist. Ja. Und sind wir mit dem Boot gefahren? Ich bin halt zugestoßen, schätze ich. Eigentlich hier über den... Es geht nur ums... Über den See, das ist lokalmäßig vielleicht... Nee, wir sind bloß gerade Tretboot fahren gegangen. Ja. Und wir befinden uns jetzt im Königreich von Eschorat. Übernehme Spielleiter. Ja, das ist dieser gesamte grünliche Bereich hier in der Mitte. Das ist das Größte, was wir derzeit haben. Bestehend aus diversen kleinen... Übernehme Spielleiter, was sehen wir? Wo sind wir? Ihr steigt gerade von einem Boot aus. Ihr habt eine überraschend gute Reise. Das Wetter war wirklich auf eurer Seite und die Strömung in dem ganzen Ding anscheinend auch. Ihr seid nämlich einen Tag früher als geplant angekommen. Und gerade wird euer ganzes Gepäck abgeladen. Unter anderem der Zwerg. Wollte ich gerade sagen. Er sagte Gepäck. Eure Bücher, eure Waffen, euer Zwerg. Haben wir den in einem Fass transportiert? Nein, er ist einfach gefesselt worden und zu den anderen drei Zwergen mit in die Eier gebracht worden. So wie üblich, das ist wie dabei Reisen, keine kleinen noch. Zwerge entstanden, das wollen wir ja alle nicht. Wie, ich bin ohnmächtig. Nein, du bist
Du hast eine Beule am Kopf und bist sehr wütend, als du gerade vom, Captain ausgetragen wirst. Ich grummel die ganze, Zeit vor mich hin. Ohnmächtig, Zwerg. Gerade euer Gepäck wieder und dann kommt auch schon die erste Wache, die übliche Eintrittskontrolle von geschmuggelten Waren oder anderen illegalen Gegenständen durchführen möchte. Für den Zwerg haben wir keine Papiere. Für den Zwerg haben wir keine Papiere. Ich bin eigene Person. Ich kann für mich selbst sprechen. Sicher? Ganz sicher. Weiß nicht, müssen wir den Zwerg verzollen? Nein. Wir müssen den Zwerg nicht verzollen. Ja, zum Glück. Ich bin ein erwachsener Zwerg. Ein 20-Jähriger. Das ist erwachsen. 120 ist einmal ein alter Zwerg. Also es kommt eine Wache auf euch zu. Mit einem Klemmbrett und dem ganzen anderen Wachzeug. Was tut ihr? Hallo sagen. Finde ich gut. Einen Moment. Ja. Und mal zuhören, was er uns denn so Schönes zu sagen hat. Ich nehme meine Tasche vor mich, halt die ganze Dolle fest und sage, ich hab nix. Möglichst freundlich lächeln und unauffällig weitergehen. Und ich. Mein Inventar besteht aus nicht sehr viel Geld, einem Waschbär und 3 Bechern. Das ist nicht viel. Ich glaube. Kondome, ich glaube, du hast es nötig. Das ist im Mittelalter, als würde ich Kondome verwenden. Die haben Schafsdarm benutzt. Ich laufe hinter. Ich laufe hinter Tavos her und box ihn immer so ein bisschen leicht ins in die Seite oder was. Also ins Bein. Also ich bin ungefähr auf. Ich box ihn ins Bein, was er kaum mitkriegt, weil ich nur. Ich bin wütend und hau ihn immer so ein bisschen an. Super. Alles klar, also dieser große, streng aussehende, etwas ältere Typ in seiner kompletten Plattenrüstung kommt auf euch zu und spricht euch an. Moin. Gott zum Gruße. Er sieht dich ein bisschen seltsam an, guckt von oben bis unten und sagt, ach so, du bist einer von denen, nur ein Gott. Ja, versteh schon. Also meine Herrschaften. Haben Sie irgendwas zu verzollen? Irgendwelche illegalen Waren? Ich versteck mich hinter Tavos und so und sag, ich hab nix. Ich gehe einen Schritt zur Seite, um den Zwerg aufzudecken. Ich stehe da mit meinem Beutel in der Arm, im Arm und halt den ganz dulle fest. Meins. Alles klar, er guckt euch erstmal an, von oben bis unten, und ihr wirkt wie ehrliche Leute. Das heißt, er wird jetzt nur eure. Das glaube ich nur nicht. Das, was ihr gerade so bei euch habt, durchsuchen und nicht eure Koffer und euer Inventar, wo ihr Dinge versteckt haben könntet. Das wird nicht durchsuchen. Ich stopfe die Drogen ganz schnell, die da wo nicht da sind. Ja, das bemerkt er zufällig nicht. Meine Alchemieausrüstung, meine höchst gefährlichen Drogen, die jeden Menschen, die einen erwachsenen Mann umhauen würden, die verstopfe ich ganz unten. Also beim Zwerg findet er nichts. Beim Zauberer, der seine Bücher dabei hat, guckt er so ein bisschen skeptisch auf das Handbuch Beschwörung für Idioten, was er dabei hat. Das habe ich nicht dabei. Doch, habe ich. Das hast du dabei. Das ist jetzt hast du es. So wie die Zerrisse, wo eine Beschwörung für ein nicht weiter definiertes böses Wesen steht, die du zufällig dabei hast bei deinen Büchern. Aber versteht er ja eh nicht, dieses ganze magische Zeug. Das weißt du nicht, ob er es versteht. Auf jeden Fall guckt er ganz speziell dich an und fragt, warum genau seid ihr hier? Das ist eine gute Frage, warum sind wir hier? Oh, das habe ich auch gar nicht gesagt. Spielleiter. Okay. Ja. Entschuldigung. Ihr seid da, weil ihr gehört habt, dass der Fürst von dem Gebiet hier eine sehr, sehr lukrative Quest ausgeschrieben hat. Irgendwas von Monsterangriffen auf umliegende Dörfer, die immer schlimmer werden. Ah, das hatte ich vergessen. Das ist Detektivarbeit. Ah, sorry, das hatte ich vergessen. Jemand hat mir auf den Kopf geschlagen. Das ist
Das muss ich deswegen vergessen haben. Dann sag ich zum Wachmann, ja, mein guter Mann, wir möchten zum Fürst wegen der Queste, die er ausgeschrieben hat. Söldnerarbeit. Ach, ihr seid wegen den Monstern hier, wollt zu dem Fetten, okay, alles klar. Es gibt dir jetzt. Er gibt dir das Zeug wieder. Zum Fetten, ja, okay. Einfach wortlos gibt er dir das Zeug wieder. Viel Glück, sagt er noch. Und geht. Ihr steht jetzt am Hafen. Ich gehe im Vorbeigehen an dem Typ, gucke ich zum Hoch und frage, wie fett. Er guckt dich ein bisschen an und sagt, es gehört sich nicht öffentlich über solche Details zu reden. Okay, dann frage ich ihn aber noch. Ich laufe währenddessen vorbei, also ich höre seine Antwort zum Vorbeigehen. Das ist perfekt. Der Name von dem Pferd wäre noch praktisch. Ich frage den, wie er heißt. Der Wachmann? Ja. Sein Name ist... Thüringen. Ich finde das gerade im Dokument nicht, fuck. Sein Name ist Bernhelm Groß. Was? Ja. Bernhelm Groß? Bernhelm Groß. Wir sollten am Hafen mal nach Bernhelm Groß fahren. Er hat einen Helm. Dann muss er wohl nach dem benannt worden sein. Nach dem Helm. Okay. Also er trägt seinen Helm, ja. Gut, dann ist er nach dem benannt. Gut, Ich schlage vor, wir sollten im Hafen mal nach Bernhelm Groß fragen. Warum sollten wir? Der Wachmann, der euch gerade durchsucht hat, du willst nach ihm fragen, während er. Nicht im Hafen, wo wir jetzt weitergehen. Der Schritt weiter weg ist von dir. Dort, wo wir hingehen, wir sollten uns jetzt umgucken und. Das habt ihr nicht gefragt und der ist jetzt schon außer Hörreichweite und interessiert sich einen Scheiß für euch. Ja, den will ich doch nicht fragen. Ich hab gerade gesagt, wir sollten uns dort, wo wir jetzt hingehen. Ich dachte, wir gehen in den Hafen. Ihr seid jetzt am Hafen, ihr seid gerade angekommen, ihr seid vom Schiff raus. Und ich sage, wir sollten uns hier im Hafen mal umgucken und Leute fragen nach dem Bernd Groß. Nach dem Fürsten, meinst du? Nach dem Fürst Bernd Groß. Das ist der Fürst heißt nicht so. Groß. Der Wachmann heißt so, nicht der Fürst. Ihr habt nicht nach dem Namen von dem gefragt. Mein Gott. Wir müssen so viele Fürsten wird es nicht hier geben. Wir sind schlicht sprichwörtlich in der Stadt. Wir müssen zu dem... Fürsten, Großen. Von dem wir den Namen noch nicht wissen. Der Bernhelm Groß war der Wächter, der uns gerade kontrolliert hat. Ach so, warum... Okay. Warum hast du nach dem Namen überhaupt gefragt? Das frage ich mich auch. Ich meine, ich habe ihn benannt, aber ja, egal. Warum nicht? Ja, gut, du kennst jetzt irgend so eine alte Hafenwache. Ich frage in die Runde, weiß jemand, zu wem wir jetzt müssen? Zum Fürsten. Zum Fürsten, zum Fetten. Okay, weiß jemand, wo wir den Fürsten finden? In der Mitte wahrscheinlich. Der hohe Turm ist. Dann lass uns da hingehen, oder? Gut, also was wollt ihr jetzt machen? Ihr steht am Hafen und diskutiert gerade. Bewegen wir uns mal Richtung größtes Gebäude in der Stadt. Was ist gerade passiert? Ich bin gerade aus World 20 rausgeflogen, glaube ich. Okay. Was? Das ist so unerwartet gewesen. Das hat mich gerade ein bisschen rausgeflogen. Also ich bin noch drin. Ja, wir auch. Ja, ich auch, bei mir hat es gerade neu geladen. Wir laufen jetzt. Ich nehme den Vorschlag an und. Spielleiter. Was? Ja, wie sieht's jetzt aus? Können wir uns jetzt mal weiter bewegen? Ja, also, wir können gerne weiter bewegen. Ihr wollt zum größten Gebäude der Stadt. Wenn alle anderen nichts dagegen haben, dann folge ich dem Baden und wir gehen zum Großen. Alles klar, dann kommt ihr da ohne weiteren Beschwerden hin. Ihr lauft dann so ein paar. An den üblichen Leuten am Hafen vorbei, also zum Beispiel irgendwelche Seeleute, irgendwelche, nennen wir es mal Händler, die irgendwelche Touristen abziehen wollen. Cool. Hey, da könnte ich mich dazu gesellen, aber nee. Ja, ich meine, ihr könnt auch gerne mit denen sprechen, das macht nichts. Also ihr geht zum größten... Wenn du so ansprichst, hast du da welche geplant, aber naja. Nein, wir gehen weiter zum... Also ich für meinen Teil gehe... Ich gehe weiter zum großen Turm. Okay, der Ich halte mich unauffällig hinter dem Zwerg. Wer hätte es gedacht, aber der große Turm ist tatsächlich ein Tempel und zwar. Oh. Und zwar tatsächlich der Tempel von. Welchen nehmen wir denn? Welchen macht denn Sinn? Solange es nicht Merkhilfe ist. Den solltest du öffentlich nicht ansprechen. Nenn das mal so. Also ich gucke mich.
Ich möchte mich umgucken. Ja, also, sagen wir einfach mal, es ist der Tempel von Karis. Das heißt, das ist so das große Handelszentrum. Also ich möchte mich am Tempel... Am Tempel von Karis möchte ich mich gerne umgucken, ob da irgendjemand rumsteht, der aussieht, als hätte er Ahnung. Als wüsste er, wer der Fürst ist und wie man wohl eine Audienz mit ihm kriegt. Aber jemand, der weiß, wie es möglich ist, eine Audienz mit dem Fürst zu bekommen. Also wissen wir, wer so um euch rum ist am großen Tempel. Ja, also das sind so die üblichen normalen Stadtleute. Also Bäcker, Schmiede, Bauern, die ihre ganzen Waren anbieten. Weil wie gesagt, das ist halt das große Handelszentrum, wo gute Geschäfte gemacht werden. Es fällt jetzt keiner auf, der sonderlich intelligent wirkt oder wüsste, wo... Leute irgendwie, als hätten sie viel Geld, weil die haben wahrscheinlich eher Kontakte zu dem. Also ich möchte mal gucken, gerade, es ist vielleicht muss ich dafür mal auf Sinnesschärfe würfeln. Also ich würde gerne wissen, ob da jemand, den irgendwie mit dem Fürsten verwandt ist oder irgendwie angestellt ist bei ihm oder irgendwie Verbindungen dazu hat, der uns irgendwie da weiterhelfen könnte in dieser Beziehung. Du darfst gern auf Wahrnehmung bzw. Sinnesschärfe würfeln. Ja, bei Sinnesschärfe habe ich 51, passiert. Da würfel ich gerade mal. Würfel einmal drauf. Das habe ich natürlich verkackt. Ja, also du siehst ein paar Leute, die nach ein bisschen Geld aussehen, aber niemand, der dir sonderlich auffällt. Aber du siehst tatsächlich jemanden, der unter anderem Stadtkarten verkauft. Mhm. Das klingt doch nach einer Idee. Ihr zahlt. Nee. Ich bin pleite. Der von uns hat nochmal 100 Silber. Wir hatten hier das meiste Geld in der Runde. Zauberer. Ich gucke den Zauberer schief an, das ist... Habe ich nicht letztens schon als Zauberer bezahlt? Du siehst doch am seriösesten aus mit deinem Anzug. Nachdem ihr mich so aufs Schiff geschleppt hat und ohnmächtig geschlagen habt, werde ich den Teufel tun, das zu bezahlen. Ich habe wenig Lust, da ins Getümmel reinzugehen. Ich gehe zu dem Kartenhändler hin und frage ihn, wo denn das Anwesen des Fürsten ist. Auch gut. Er guckt dich an und meint erstmal, also vielleicht weiß ich es auch nicht, aber so eine Information gibt es eigentlich nur für zahlende Kunden. Wir haben dann jemanden hier, der zahlen möchte. Ich stelle mich daneben und frage seufzend, wie viel kostet es denn? Wie viel kostet es denn? Finden wir es doch mal raus. Auch für 45 Silber würde ich euch vielleicht sagen, was ihr braucht. Levi, das zahlst du. Ich könnte es nicht mehr zahlen, wenn ich es wollte. Und ich will nicht. Ich will auch nicht. Ich gucke den Zauberer böse an und sag ihm... Als ob das keiner weiß. Außer den Kerl. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich schau zu dem Zauberer hoch und sag ihm, du willst. Du willst das zahlen. Ach, das krieg ich hin. Überreden. Wir müssen mal auf überreden. 35, das krieg ich hin. Ich hab 68. Bitte auch auf überreden? Ich hab 68. Das habe ich locker geschafft. Wenn er es nicht tun will, darf der Zauberer bitte auch mal würfeln. Nein. Oha. Wer hat mehr auf überreden? Ich hab 68. Was hast du? Überreden habe ich nicht. Ich habe Menschenkenntnis und Verhandeln. Na dann. Oh, ja, dann. Na dann. Die Argumente vom Zwerg waren so gut, dass du bereit wärst, zumindest mit dem Typen mal zu verhandeln. Ich habe dich überredet. Okay, die Argumente, dass ich für 20 Silber würde ich sie anbieten. Mehr kriegt ihr von mir nicht. Alles klar. Die Argumente, dass ihr mich um mich geschlagen habt, sind überzeugt. Ich gebe ihm die 20 Silber. Alles klar. Er steht auf und sagt, da drüben. Und er zeigt einfach nur aus der Tür raus. In das Haus gegenüber.
Und guckt dich so ein bisschen lächelnd an, packt sein Zeug zusammen und haut so schnell ab, wie es geht. Und du hast plötzlich das Gefühl, als wäre selbst das ein wirklich schlechter Deal gewesen. Ich gucke euch herablassend an und sage, ich habe doch gesagt, wir sollten noch wen anders fragen, bevor wir dem sein Geld geben. Ich klopfe an der Tür des Hauses gegenüber. Exakt gegenüber. Ja, alles wunderbar. Wenn ich das so gedeutet habe, dass das exakt dagegenüber ist. Perfekt. Alles klar. Was passiert? Leider zu sagen, ich habe kein wirkliches Verständnis für Geld, weil ich immer genug Geld hatte und mir Geld mir auch nicht so wichtig ist. Man sieht's deiner Geldbörse an. Die anderen sind noch in dem Laden dort, wo der gerade rausgelaufen ist. Nee, ich komme hinterher. Ich bleib da nicht länger drin als irgendwie nötig. Ich hasse Menschen. Ich klopfe an dem Haus gegenüber. Perfekt. Alles Monty, klar. Was passiert? Keine Antwort. Ich klopfe weiter. Ich klopfe doller. Ich hämmere mit meiner Faust gegen die Tür. Bis er die Tür einschlägt. Okay, du wirst von den Leuten angeguckt. Es kommen ein paar Wachen in deine Richtung. Ich halte Abstand und gucke interessiert zu. Ja, same. Nee. Okay, es kommen zwei Wachen zum Zwerg. Versuch den Zwerg davon abzuhalten, dass er weitermacht. Ey, hör mal. Ich hämmere gegen die Tür. In diesem Abenteuer wird doch Zwergi so oder so verhaftet. Ja. Ich sag zu den Wachen, ich will hier rein. Ich habe ja was zu tun in dieser. Mir wurde gesagt, dass hier jemand für uns ist. Das okay, macht mir niemand auf. Ich distanziere mich unauffällig. Okay, die. Sehr schön. Okay, die eine Wache guckt dich an, atmet tief ein, geht einen kleinen Schritt zurück und sagt, ich glaube nicht, dass da drin jemand für euch wartet. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ich zuck mir den Schultern, dreht von der Tür ab, weg und gehe zu den anderen. Ich gehe von den Wachen weg zu den anderen. Okay. Es ist nichts daran illegal, an der Tür zu klopfen. Naja, wenn du die Tür fasst, deshalb bist du auch nicht verhaftet worden. Ja, ich gehe jetzt weg, ich lasse von der Tür ab. Ist scheinbar niemand zu Hause. Tja, was meint ihr? Sollten wir vielleicht lieber doch nochmal jemand anderen fragen, wo man den Fürsten findet? Ich würde mich umgucken nach einer Taverne. Oh, da mache ich mit. Ja, vielleicht gibt's dort Leute, vielleicht gibt's in der Taverne Leute, die Bescheid wissen. Das ist Wunschdenken, ihr Trunkenbolde. Sehr gut. Wir suchen gemeinsam nach einer Taverne. Oh Gott. Okay. Also ich weiß nicht, ich kann nicht für die Katze reden, wenn die mitkommen will. Ja, na sicher. Als ob ich alleine durch die Stadt latsche. Ich habe Besseres zu tun. Wir suchen also nach einer Taverne gemeinsam. Sure. Ja, das tut ihr. Ihr lauft so ein bisschen rum, guckt euch die Gebäude an. Irgendeine Kneipe wird's da doch wohl geben. Finden wir eine Taverne? Mal suchen. Ja. Okay. Wollt ihr jetzt genau zum Hafen oder wollt ihr irgendeine Taverne suchen? Wir suchen die nächstmögliche Taverne. Okay, ihr seid jetzt nicht weit vom Hafen weg, das heißt, ihr findet auch tatsächlich die Hafenkneipe. Wollt ihr den Namen von dem Ding oder ist euch das herzlich egal? Egal. Och, was steht denn drauf? Einfach aus Prinzip. Ja, was steht denn an der Tür? Da muss ja was dran stehen. Was hast du dir einfallen lassen? Die Bar heißt Thüringen. Was steht denn über der Tür geschrieben? Da muss ja ein großer Inschrift. Warum das nicht? Das Ironische ist, ich hab das Ding tatsächlich zum besoffenen Schwertfisch genannt, also ja. Mein Schön. Gott. Wie ja, ihr geht also zum besoffenen Schwertfisch. Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast. Magie. Zu verlieren. Es war Magie, Modi, es war Magie. Ja, alles klar. Kurz Telepathie und passt. Wie lange sind wir schon dran? Wir betreten also den... ihr kommt rein. Alles klar. Geh sofort zum Tresen und frag mal, wie viel es kostet. Der Mann ist... Pragmatik, ja.
Ein pleiter Pragmatiker, oder nicht? Oh, du gehst... Was meinst du, warum ich pleite bin? Du gehst zum... du gehst zum Barmann. Und er gibt dir die Preisliste. Was hättest du gern? Ach, bleiben wir erstmal beim Bier. Beim Bier, das wäre dann 2 Kupfer pro Glas. Also pro Maß. Wie geht das Ganze auf mit Umtauschen hier in dieser Währung? Weil ich habe jetzt 22 Silber. Also auch 10, 10, 10 klassisch? 10, 10, 50. Ah, also... Gut, ich kann gerne Mathe. Ja gut, dann nehme ich ein Bier. Du kannst ja auch einfach 5 Bier holen. Hast du ein Silber weg? Gut, dann nehme ich 5 Bier. Gut, der Barmann ist sehr erfreut. Nachdem du ihn gefragt hast, wie das mit dem Geldwechseln funktioniert. Wie funktioniert Geld? Ich setze mich an einen Tisch, der in der Nähe des Eingangs steht. Ich geselle mich mit meinem Bier dazu. Ihr findet tatsächlich einen freien Tisch. Neben dem Tisch, wo anscheinend die schon etwas erfahreneren Matrosen sind und neben dem Türrahmen, in dem, nennen wir es mal, Damen stehen. Ich stelle mich kopfschüttelnd an den Tisch, weil ich keine Lust habe, mich hinzusetzen. Alles klar, dann tust du das. Gut, dann tut was. Ja, sieht jetzt aus, mal irgendwelche anderen Leute fragen. Ich versuche... Sag ich mit einem Bier in der Hand. In jeder Hand eins. Also ich versuche möglichst heimlich aus meinem, da ich kein Bier trinken möchte, ich versuche mir mein selbstgebräutes aus der Tasche zu holen. Wie ich es immer mache, wenn ich in Tavernen bin. Alles klar, dann tust du das, dann fällt es nicht auf. Okay, ich trinke... Läuft bei den NPCs heute. Ich trinke mein... Hat der Barmann keine Augen? Mit dem Wert muss er doch keine Augen haben. Nein, hat er nicht. Ich trinke... Er sitzt im Schatten und der Barmann redet gerade mit... Ich hab sowas... Mit so einem Typen in einer richtig schönen Rüstung mit Schwert und so weiter. Ich hab sowas ähnliches wie eine Flachmann... Man könnte es bloß durchaus mit einem Flachmann fahren, wenn es zu der Zeit schon Flachmänner gegeben hätte. Du hast einen von diesen richtig fetten 2-Liter Flachmännern, der fast größer ist als du. Und ich trinke daraus einen von meinen 4 selbstgebauten, die ich dabei habe im Inventar. Wunderschön. Alles klar, dann tust du das und es fällt nicht auf. Ich begebe mich zum Tresen zu dem Ritter, den du eben erwähnt hast, mit der Rüstung und frage ihn. Der Liter Alkohol drin. Selbstgebrauter. Okay. Also ich begleite sie. Alles klar. Also versteht mich nicht falsch, also ich bin kein Antialkoholiker, also ich trinke gerade hochprozentigen... Das ist jetzt herzlich egal, halt dich zurück, du bist jetzt gar nicht dran. Bleib bei deinem Tisch sitzen, sauf dich drunter. Ich trinke gerade 1 Liter, das ist jetzt gebrochen. Gut, also, während die beiden, die tatsächlich an der Quest interessiert sind, zu dem auffälligen anscheinend gut verdienenden... Ihr habt's Ritter genannt. Ich hab den Faden verloren. Wir gehen zu dem und die anderen zwei sind auch der Ritter. Das ist aber seltsam. Ihm. Komisch, komisch. Welchen Faden hat der Ritter denn verloren? Ist das eine Quest? Okay, ihr geht zu ihm und ihr wolltet nach der Quest fragen, dass ihr rausfinden wollt, wo ihr da hin müsst, oder? Korrekt, wie wir da drankommen. Gut. Er sieht so leicht angetrunken aus, guckt euch an und sagt... Ah, perfekte Voraussetzung. Gott sei Dank, da hat das Flugblatt doch was gebracht. Ah, sehr schön. Ja, also, wenn ihr zu der Quest wollt, er nimmt gerade, wo auch immer er seine Taschen haben sollte, irgendein Stück Papier raus und schreibt drauf, dass ihr geschickt werdet von... Hauptmann. Wachhauptmann. Der heißt Hauptmann mit Vornamen. Wachhauptmann, ja. Ihr könnt versuchen, die Unterschrift zu entziffern, wenn ihr den Namen wisst, wo nur ihr fragt ihn. Ja, wie heißen der? Guter Mann, wie heißen sie? Wie heißt ihr? Unsere Katze sind Namen sehr wichtig. Ja, anscheinend. Das kann man brauchen, sowas. Kann man immer missbrauchen. Was? Genau.
Der eine spricht schlecht über den Fürsten, kann man blackmailen. Perfekt. Hm. Also, wie heißt dieser? Wer ist der Hauptmann? Was ist dieses Mailen? Ich sitz am Tisch und ruf rüber. Was ist dieses Mail? Kann man das essen? Würden die zwei am Tisch bitte einmal auf Zechen würfeln, und zwar beide aus Prinzip. Sehr gerne. Nach der Aussage. Ich habe keinen Zechen. Ich schon. Dann würfel auf Handeln. Ich hab, Technik habe ich. Würfel auf Handeln. Ich hab Zechen 44. 76. Das ist haushoch übertroffen, das ist haushoch. Gut, was auch immer der Zwerg da gesoffen hat, das haut rein. Und er redet irgendwas von Mail, was auch immer das sein soll. Sehr schön. Ich bin noch am Stehen. Der Kerl jetzt? Gut. Wie heißt der Kerl? Sag an. Das ist der Hauptmann. Moment. Von Köpenick. Kannst du mal aufhören, dauernd Namen reinzurufen, die besser sind als meine? Lass okay, den Spielleiter. Der Punkt hat mich gerade doch erwischt. Lass den Spielleiter was machen. Stahlhelm klein. Der Spielleiter spricht. Weißt du, was das gefällt mir so gut? Ja. Hauptmann Stahlhelm klein? Ja, nee. Der ist jetzt. Einigen wir uns darauf, er heißt Stahlhelm klein. Der ist jetzt. Das ist jetzt Kanon. Das ist jetzt. Der Vater war wohl Schmied. Der ist der Bruder von dem Wachmann vom Hafen. Das ist jetzt How to be a Hero Kanon. Oh Gott, es ist furchtbar. Aber gut, ihr habt jetzt den Namen und ihr habt jetzt anscheinend ein Schriftstück. Und er sagt euch noch, dass ihr euch bitte beim Rathaus melden sollt. Wo ist denn das? Rathaus. Ich gehe davon aus, dass das war, wo ihr eben schon war. Nein, das, wo ihr gerade eben wart, das war eben eine Privatwohnung. Also wir haben den Kleinen und den Großen. Ja, kleine Anmerkung von mir an der Stelle. Ihr solltet vielleicht mal anfangen nachzufragen, ist derjenige vertrauenswürdig? Nach. Der Wachhauptmann, der klingt vertrauenswürdig. Ja, der fragt ihn, wo ist es? Gut, wo ist es? Das ist am anderen Ende der Stadt. Perfekt. Mehr oder weniger. Wir sammeln den Zwerg und den Baden ein, wir gehen dahin. Ich nehme ein Glas mit und wir laufen. Los. Er soll seine restlichen zwei Bier da liegen lassen. Ich versuch aufzuhören. Ich hab meine Hände leer, ich nehm die mit. Nein, tust du nicht. Oh. Nein. Doch. Ich versuche irgendwie aufzustehen, krieg's aber nicht ganz hin und so. Wo wollen wir hin? Okay, wir uns ich greife ihn unter dem einen Arm und schleppe ihn mit. Zwerg, würfel mal bitte auf Handeln. Auf Handeln, ich hab nicht viel auf Handeln. Oh, ich weiß. Du hast gerade gesagt, was du tun willst, also? Ich hab 30, 24 habe ich verkackt. Nee, natürlich nicht. Alles klar, du bekommst 2 Schaden. Fällst auf dein Gesicht, merkst aber nichts, weil dein Bart das abhält. Cool. Ich hab jetzt 88 Lebenspunkte. Ich auch. Hab die noch von, als ich dir eine verpasst habe. Apropos, krieg ich vom Bier eigentlich Leben zurück? Nein, du wirst besoffen vom Bier. Auch gut. Ich bin sturzbesoffen, hat mir gerade beim Aufstehen wehgetan. Ich bin sehr angeheitert, aber sonst geht's mir gut. Der Zwerg ist auf die Nase gefallen. Alles klar. Kann der Zauberer mir helfen, den Zwerg zu tragen, bitte? Ich lulle so ein bisschen vor mir, kann mir jemand aufhelfen? Das bin ich ja. Ich wäre dafür, den Zwerg auf hier zu lassen. Auch macht gut. Keinen guten Eindruck. Auch gut, noch besser. Wir lassen ihn unterm Tisch liegen und gehen los. Okay, wir wollen zum Fürsten. Warum sollen wir dann einen besoffenen Zwerg mitschleppen? Versuch aufzustehen und hinterher zu laufen. Fürsten ist ein Unterschied, hat eben schon nicht geklappt. Ja, was ist, wenn das im Rathaus ist? Ich laufe so oder so mit. Ich brech mir beim Mitlaufen die Beine. Gut, also, kommen wir da jetzt auch mal an irgendwie. Ja, also, ihr schafft es tatsächlich zum Rathaus. Perfekt. Ohne mich, oder? Das ist Gott sei Dank gut beschildert. Lieg ich noch im Rathaus? Die Schilder haben wir wohl alle ignoriert. Was ist jetzt mit mir, Modi? Lieg ich noch in der Taverne, oder? Wenn sie dich nicht mitgenommen haben, dann liegst du noch da. Ja, wir haben ihn unter den Tisch liegen lassen. Okay, sehr schön. Vielleicht, wenn wir den Auftrag haben, vielleicht, schätze ich. Okay, ich versuche ich versuche aus der Tür rauszukommen. Ich laufe gegen den Türrahmen. Aber du würfelst doch mal auf Schaden. Würfel auf Handeln, bitte. 89. Haben natürlich verkackt. Wie viel hattest du auf Handeln? 24.
Das ist weit entfernt. Das ist... Siehst du, Zwergi, und darum braucht man einen Zechenskill. Ja, das ist... Du kriegst einen Schaden wegen deiner natürlichen Rüstung, weil du läufst halt gegen den Rahmen. Ja. Zwerge sind nicht fair. Ich glaube, er hat den Umständen abgestürzt. Ich kipp zur Seite und bleib einfach im Türrahmen liegen. Das ist. Schön. Dekorativ. Ich sag mir so nur, ach, scheiß drauf, perfekt. Na dann. Ich nüchtere im Türrahmen aus. Im Türrahmen der Taverne. Später. Alle steigen über mich. Ich bin einfach ein Türstopper. Ich bin als Türstopper. Sehr schön. Okay. Die anderen haben es also geschafft, zum Rathaus zu gehen. Ich liege als Türstopper in der Taverne. Ich prüfe, ob die Tür aufsteht. Die Tür ist offen. Das ist ein öffentliches Gebäude. Herrlich. Oh, dann überraschend. Gehen wir rein. Nix wie rein. Herrlich. Sehr gut. Ein Traum. Gut. Wuhu! Gut. So. Ich bin da mal auf. Ja, gucken wir mal um. Was ist denn da so? Genau. Ja, ist da irgendwen, der den Eindruck erweckt, als hätte er Plan von, wo wir hin müssen? Ja, da ist tatsächlich eine Person und die sieht aus wie ein Angestellter von hier. Fragen wir mal, wo wir da den Fürst finden oder die Quest holen können. Eins von beiden oder beides. Gut, du zeigst also den Zettel vom Hauptmann vor? Nehme ich an. Ja. Jo. Modi, du sagst mir Bescheid, wenn ich ausgenüchtert bin. Du bist jetzt erstmal out of order, weil die anderen dich nicht mitgenommen haben und du besoffen bist. Sagst mir Bescheid, wenn ich wieder einsatzfähig bin. Ich hab immer noch ein Bier in der Hand. Du hast den Zettel gar nicht. Der Zauberer hat den Zettel oder ich hab den Zettel. Sag mir einfach Bescheid. Also du solltest du nicht die Verhandlung führen. Wir reichen diesen Zettel an den Angestellten. Ja, alles klar. Ja, er führt euch in den, ihr würdet sagen, so eine Art kleinen Thronsaal oder was auch immer. Und dann steht ihr vor dem derzeitigen Fürsten hier. Und ja, die Beschreibung der Fette ist ein bisschen untertrieben noch. Ich wollte gerade fragen. Ich proste ihm zu. Er greift neben sich, nimmt ein gutes 2-Liter Glas und prostet dir zurück. Der Typ gefällt mir. Ja. Der ist dir sympathisch, das glaube ich sofort. Ich rolle leicht mit den Augen, unauffällig natürlich, sodass er es nicht mitgekriegt hat. Also jedenfalls hoffe ich, dass er. Ich ignoriere das und stelle unsere Gruppe vor. Sehr schön. Okay. Ihr drei seid sollten also was trinken. Ihr drei seid also hier wegen der Situation? Jawohl. Ja. Sehr gut, ihr seid die erste Gruppe von außerhalb. Und zu sich so. Gut, das Flugblatt hat also funktioniert. Ja, zu eurem Glück, mein Fürst. Muss ich kurz einhaken, was stand denn auf dem Flugblatt? Auf dem Flugblatt stand, dass eine Kiste voll Gold auf denjenigen wartet, der bei dem Monsterproblem hier in dem Gebiet helfen kann. Stelle fest, ich werde also auch keine Bezahlung kriegen, ich werde eben an das, wenn ich an der Quest teilnehme, werde ich das irgendwie nur mitten durchmachen und da ich nicht angeheuert wurde, ja. Ach doch, wir schreiben nicht mit auf den Zettel drauf, ich kann nach Hause gehen. Freund, der kommt später. Ja, der macht noch ganz wichtige Dinge. Alles klar, also 4 Personen. Gut, das ist besser als erwartet. Hoffentlich stelle ich euch besser an als die der letzten. Der kommt noch, sagt er sehr so viel. Zu sich. Wie heißt der Dingens? Wie heißt der Fürst? Das ist... Berthold von Brecht. Nein, diesmal nicht. Den Namen mag ich sogar von ihm. Warte mal kurz. Dann hau raus. Sag's mal, bevor du den Namen sagst, ich mute mich mal kurz. Schreib mir, wenn ich mich wieder entmuten darf, weil ich weiß den Namen ja nicht. Ja und? Spiel's halt aus. Oder ich spiel's aus. Wenn er sich muten will, dann soll er sich muten. Nee, egal, sag's einfach, ich spiel's nicht aus. Okay, das ist, Moment. Das ist Fürst Gavin der Voluminöse. Und ja, man kann erahnen, was sein Charaktertyp ist, ne? Der Typ macht feiern. Der Typ macht feiern. Sehr schön. Den mag ich. Cool. Ich frage den Fürst, wo wir denn überhaupt hin sollen für die Quest von hier aus. Sehr gut, Details. Die Katze gefällt mir. Details, ihr
Ihr müsst, ich würde sagen, habt ihr Pferde? Nö. Nein. Ich würde sagen, alles klar, dann müsst ihr so 3 Tagesreisen in Richtung Südosten. Da findet ihr ein Dorf, das von diesen Monsterangriffen berichtet hat und anscheinend ziemlich gebeutelt ist. Die brauchten dringend Hilfe und die letzte Söldnergruppe, die wir geschickt haben, die kam in Stücken zurück. Also viel Glück. Kam zurück? Warum das denn? Wir schicken diese Stücke zurück? Was zur Hölle? Kranke Schweine. Wenn ihr das rausfindet, gibt's vielleicht extra Belohnungen. Das waren gute Leute. Auch wenn sie mich wenig interessieren. Und er greift so neben sich, wo auch immer er es herholt, und holt sich so einen dicken, fetten Hühner oder was auch immer Schenkel. Und beißt ab. Menschenschenkel. Mutti, okay, hast du eine Karte? Das ist eins von den Stücken, das geschickt wurde. Genau. Was wisst ihr nicht? Mutti, hast du zufällig eine Karte von der Stadt? Nein, ich habe keine Karte von der Stadt genommen, weil ihr euch eigentlich nicht lange in der Stadt aufhalten sollte. Ihr seid jetzt schon deutlich länger als erwartet. Dann lass uns mal den Zwerg einsammeln und losgehen. Ihr seid doch nicht fertig. Ich frag den Fürst. Ich frag den Fürst, nun, wir sollen das Problem für euch lösen. Wie wäre es, wenn ihr unsere Unterstützung gewährt, im Sinne von zum Beispiel Pferden, damit wir schneller zum Dorf reisen können? Oder eine Kutsche, ich bezweifle, dass der Zwerg reiten kann. Also Pferde haben wir momentan nicht, aber ich denke, meine Hofzauberin wäre sehr... Ich sag nichts, weil ich bin ja nicht da. Wäre sehr erfreut, euch bei dieser Quest unterstützen zu können. Oho! Oh, apropos, ich habe auch noch ein Bild von dem König, sehe ich gerade. Das ist der falsche. Den habt ihr nicht getroffen, leider. Schade. Lenz ein. Nicht. So. Der König, zu dem wir jetzt hin müssen, da wie? Nee, der König, wo wir gerade sind. Ja. Wo ihr seid. Also der Fürst. So. Ich denke mal, ihr könnt's halt. Ich seh nichts. Fürst Garvin, der Voluminöse. Jetzt müsst ihr es sehen. Hübscher Bart. Ein hübscher. Ja, sympathisch. Ist gut gepflegt, der hat Geld. Ja, immerhin. Ja. Und vielleicht haben wir bald Geld. Schade, dass ich ihn nie gesehen habe. So, ich hätte gerne von dem Kerl Unterschrift und Siegel. Das wäre noch schöner, wenn der hinterher sagt, wir haben das gar nicht mit ihm abgesprochen. Ja, das kriegt er, aber wie gesagt, darf ich den Dialog bitte zu Ende führen? Ja. Sehr gut. Ja, gut. Also, Pferde haben wir zwar gerade keine verfügbar, aber ich denke, meine Hofzauberin wäre erfreut, euch mit all ihrer magischen Macht zu unterstützen. Sie ist wirklich gut. Wunderschön. Könnt ihr euch den Arsch retten. Also, wenn ihr wünscht. Würdet ihr uns begleiten? Nehmen wir. Gut, und von hinter dem... Ja, von hinten auch. Von hinter dem gut gepolsterten Thron kommt. Mein Gott, was ist mit euch? Ich kann da nicht früher, sind die anderen. Ja, leider. I try. Ja. Also von hinter dem Thron kommt eine Frau vor. In so einer üblichen. Warum habe ich jetzt was gezeichnet? Der einzige professionelle Lektion liegt in der Taverne rum. Nein, glaub mir, nein. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh Gott. Gut, von hinter dem gepolsterten Boden kommt eine kleine, irgendwie schüchtern wirkende Frau in blau-weißen Gewändern mit irgendwelchen komischen Siegeln hervor und meint, seid ihr sicher, dass ich da mitkommen soll? Ich glaube, hier bin ich nützlicher. Ich lächle sie ermunternd an und sage, wir können deine Hilfe sicher gebrauchen. Und ich flüstere zu Tavos, Finger weg. Der Zauberer darf bitte einmal eine normale Probe auf Magie würfeln. Auf Magie? Ich habe 135 bei Magie, was soll ich dann würfeln? Würfel einfach mal, es könnte eine 100 werden. 35. Alles klar, du guckst dir so die Hofmagierin an und die ganzen Siegel, die sie da trägt, die kommen mir irgendwie überhaupt nicht bekannt vor. Ist vielleicht irgendeine ausländische Schule oder so, wo sie war, aber du merkst das jetzt.
es löst auf jeden Fall nicht so in dir aus. Du hast keine Ahnung, wo sie war. Ich will wenigstens so den Zweck der Siegel irgendwie erklären. Das sieht aus wie das, was du auch dabei hast. Das ist einfach das Zeichen von der Schule normalerweise. Okay. Oder vom Meister, bei dem sie lernt. Okay. Klingt gut. Also, kommt ihr jetzt mit? Wenn ihr das unbedingt wünscht, dann komme ich ja, natürlich bitte. Mit. Okay, dann kommt sie mit. Juhu! Sehr froh darüber. So, von ihr kannst du das Bild gerne wieder ausblenden. Ja, mach's größer stattdessen. Noch, ihr kriegt gleich noch das nächste. Weil von ihr habe ich logischerweise auch. Hast du von ihr noch eine? So. Fantastisch. Also wir kriegen keine Pferde, aber dafür eine Frau. So. Cool. Also Tavos. Pferde, aber dafür eine Frau. Tavos. Die kann man auch reiten. Tavos Finger weg. Der Bade würfelt mal eine W20, bitte. Tavos. Kannst du das Bild noch ein bisschen höher rücken, weil bei mir ist es ein bisschen. Ja, kein Problem. Bei mir ist es nicht ganz im Rahmen drin. Ja. Ich habe eine 5 gewürfelt. Du findest die sehr attraktiv. Ja. Höher. Finde ich sie sogar wirklich, das ist ein hübsches Bild. Ja, kann ich mit einem magischen Siegel auf Tavos Hose wirken? Nix da! Oh Gott, bitte ja. Die Frage ist, trägt er eine Hose? Oh Gott. Ich dachte nicht, dass er jetzt keine Hose anhat. Würfel mal, ob du eine Hose anhast. Nein, bitte nicht. Ich meine, er könnte einen Kilt tragen oder so. Ah, okay, ja, aber... Okay, ihr habt jetzt auch so eine... Magierin. Sehr schön. Okay, okay. Und ihr geht in Richtung Taverne zurück. Ah, herrlich. Gut. Ja, und dann sammeln wir mal den Türstopper ein, nicht wahr? Müsst ihr nicht, als ihr gerade vor der Tür steht, dann seht ihr nur, wie ein großgewachsener, sehr muskulöser Barmann, anscheinend ein Zwerg mit einem dicken Flachmann, euch entgegenschmeißt mit den Worten. Und bleibt draußen. Was anderes habe ich nicht erwartet. Bin ich schon. Wie ist mein Nüchternheitszustand? Bin ich wieder in der Fähigkeit? Du bist hart besoffen. Bin ich in der Lage zu laufen oder? Meine Biere sind alle leer. Ich gebe meine Gläser ihm noch. Drück meine Gläser dem Typen noch in die Hand und wir gehen weiter. Also ich liege weiter. Ich liege. Ja, du kannst gehen. Ah, okay. Nicht gut, aber du kannst gehen. Ich laufe in Schlängelinien auf die vier Leute zu, die da mir entgegenkommen. Naja, ich würde mich als angeheitert definieren weiterhin. Perfekt. Ich wende mich an die Magierin und frage sie, ob sie genauer weiß, wo wir hin müssen. Ja. Oder wie sie uns helfen will dabei, dahin zu kommen. Also ich kenne den Weg. Wir sind bei unserer Anreise hier dort vorbeigekommen. Ihr müsst nach... Das ist die falsche Seite. Ihr müsst nach Abgasfall. Das ist so ein kleines 40-Mann-Dorf hier im Südwesten. Abgasfall gefällt mir. Abgasfall. Ich gebe uns zur Magierin hin und schaue zu ihr hoch und sage ihr, Tavos, was machen wir jetzt? Wir hauen uns dann aufs Maul. Oh nee, oh Gott, warum seid ihr alle so besoffen? Ich hab Tavos gefragt. Ich frag die Magierin, ob sie mehr über die Monster weiß, die wohl das Dorf heimsuchen. Darf ich vorschlagen, dass wir in der Zeit schon mal in die Richtung losgehen? Ich dachte, das tun wir bereits. Ja, das könnte ich. Perfekt. Zum Glück. Also ich hink ein bisschen hinterher. Ich laufe auf dem Weg ein paar Sachen um. Ich hau ein paar am Rand stehende. Ein paar Sachen um, würfel bitte mal auf Handeln. Ich werfe ein paar Sachen nicht auf. Ich bin komplett betrunken, ich lauf Schlängelinie und werf und rempe mal irgendwo gegen. Ja, haben wir eine Leine für den Berg? Und ich mach das ziemlich schlecht. Du bekommst 7 Schaden, weil du anscheinend. Weil du anscheinend richtig hart gegen einen Mülleimer gelaufen bist. Hab nur noch 80 Lebenspunkte. Beziehungsweise du hältst es für einen Mülleimer, ist jetzt aber eine Wache, die dich wegschubst. Ich gehe auf den Zwerg zu, nehme ihn bei der Schulter und versuche ihn mit grober Gewalt in die richtige Richtung zu lenken. Ich wehr mich so ein bisschen und box dich so ein bisschen gegen den. Ich glaube, der Zwerg kommt noch unter 50 Leben, bevor wir den ersten Kampf haben. Kann ich heilende Berührung wirken, um ihn zu entnüchtern? Oh, bitte, ja. Das kannst du gern versuchen. Da muss ich ganz kurz den Zauber aufmachen. Welche Stufe hatte der? Was heißt nüchtern? Stufe 1.
Willst du mich von dem Alkohol an nüchtern machen oder. Was ja, meinst du da nüchtern? Dass du geradeaus laufen kannst, das wäre schon cool. Sehr vorsichtig. Ich war auch zum Anfang. Ich kann saufen und laufen. Das ist ranzig. Leute, euch ist klar, dass ich auch vor der Taverne nicht nüchtern war. Das ist, ich bin nicht. Ne, das, was heißt nüchtern? Gut, Stufe 1. Aber da konntest du wenigstens laufen. Gut, auf Stufe 1 ist das eigentlich nur für physischen Schaden gemacht. Das heißt, ich würde es erschweren um 30. Ui. Das heißt, du musst eine 57 oder höher würfeln. 66. Alles klar, dann zieh dir die Mana-Kosten ab. Und wie viel Mana-Kosten waren das? Ah ne, scheiße, Moment, ich hab was vergessen. Würfel gleich nochmal, der Zwerg ist schwer zu verzaubern. Oh, das hatte ich vergessen, sorry. Auf jeden Fall. Super. Ja, das waren 30 wegen. Was war das denn? Der Erhöhung und. Schwer zu verzaubern. Das war ich. Nochmal, glaube ich, nochmal. Fuck, wie viel waren das nochmal? Ich kraule meinen Waschbären und gucke 15. Interessiert zu. Setz den Waschbär okay, doch mal heißt, den Zwerg auf die Schultern und der soll an den Ohren lenken. Die Idee ist so dumm, dass ich das auf jeden Fall erstmal ausprobiere. Alles klar, der Zauberer darf jetzt erstmal zaubern, bitte. Zauberer. So, das waren 57 plus 10, 67 und 5 sind. Du musst 72 oder höher würfeln. Um das bei dem zu schaffen. 95, ja. Alles klar. Ganz geschafft. Alles klar, du fasst den Zwerg an und er merkt, wie er kurz Kopfschmerzen kriegt und dann ist er wieder komplett nüchtern. Komplett, modi definiere nüchtern. Komplett. Du hast dich seit 20 Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Ich bin wahnsinnig verwirrt, weil ich bin. Ich brauche erstmal. Richtig nüchtern gemacht. Was ist? Komplett allen Drogen aus dem System gespült. Ja, einfach komplett durchgespült. Nice. So. Ich muss mich jetzt nochmal gekostet. Sehr schön. Stufe 1 waren Kosten. 2, glaube ich, ne? Ja. Wunderschön. Ich muss mich vor Verwirrung erstmal setzen, weil ich hab so klar war ich seit 1900 schlag mich tot nicht mehr. So war ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, okay. Der Zwerg ist sehr verwirrt, weil er plötzlich wieder klar sehen kann. Sehr schön. Die Welt so klar, die Welt alles unverschwommen, alles ganz okay. Natürlich. Wo bin ich? Was mache ich hier? Okay, in der Zeit, in der der Zwerg auf dem Boden sitzt und vor sich hin laboriert, ich habe eine schlimme Existenzkriege. Die Magierin und frage die, ob die einen Plan hat, was es mit den Monstern auf sich hat. Ich habe eine extreme Existenzkrise also, gerade. Genau beschreiben. Zwerg, Ruhe bitte. Also eine genaue Beschreibung haben wir nicht. Das sollen irgendwelche dunklen Monster eben sein. So mit Krallen und mit Zähnen und große Waschbären. Das ist eure Vermutung. Aber was genau ist, wissen wir nicht. Und wo sie herkommen, das sollt ihr doch rausfinden. Deshalb seid ihr auch hier. Na dann. Guck den Zwerg an, kann es jetzt wieder laufen? Ich antworte zurück, ich weiß nicht, was ich kann. Du weißt nicht, was du kannst. Okay, was du nicht kannst. Also ich weiß nicht, ob ich laufen kann, ich weiß nicht, ob ich leben kann, ich weiß nicht, was das ist. Steh mal auf und find's raus! Ich fange auf jeden Fall, weil das hatte einen Grund, warum ich mich mit Drogen zugeschützt habe. Ich fange im Strahl an zu heulen. Und heule von mich hin. Ja. Okay, geht dann also Richtung. Aber ich stehe auf, ich laufe mit euch mit, aber ich heule vor mich hin. Weil die Gedanken, die auf mich einströmen. Ja, wir haben es verstanden. Möchtest du dir Schaden würfeln? Nö, wieso? Apropos heilende Berührung, hat das jetzt nur den Nüchtern gemacht oder auch geheilt? Er hat die Version für Krankheiten, das ist Stufe 3. Ah, okay. Also nur beziehungsweise Nüchtern. Für Gifte.
Bei dem Zauber ist es 1 ist für physische Wunden, 2 ist für Krankheiten, 3 ist für Gifte. Ah, passt. Gut ja. zu wissen. Okay, ihr geht also los. Es ist so Nachmittag, als ihr komplett unvorbereitet, ohne irgendwelche Vorräte oder sonst was losgeht. Ach scheiße. Ihr anscheinend dazu entschieden habt, ohne einfach so rauszugehen, weil... Passt schon? Passt schon. Herrlich. Gut. Dann gucken wir mal, ob das auch wirklich so passt. Und ich höre den Leuten auf dem Weg die Ohren zu. Ich habe Proviant, Wasser, also ich bin vorbereitet. Ja, der Zauberer ist immer vorbereitet. Also ich höre einen. Das stand auch nie aus. Die anderen kriegen Ohrenschmerzen, weil ich in die Ohren fahre. Erstmal passiert überhaupt nichts. Ihr lauft so bis abends durch. Wollt ihr die Nacht durchwandern oder wollt ihr tatsächlich ein Lager aufschlagen? Na, wir machen Pause. Finde ich gut. Sehr schön. Oh, ich kletter auf einen Baum. Ich bin mittlerweile auch wieder. Nein. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung und nüchtern. Ja, nüchtern bin ich ja schon, aber. Nüchtern bist du. Du bist sehr nüchtern. Hast ich brauche Heilung. Ich hab keine Heilung. Ich habe 80 Lebenspunkte. Ich habe immer noch 88. Oh, das legt sich schon wieder halbwegs nach dem Schlafen. Ja, das legt sich schon. Sobald wir angekommen sind, ich schlag mein Zelt auf und leg mich dort. Ich würde gerne ein Zelt aufschlagen und dann würde ich mir ein paar Drogen reinziehen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist nämlich schon eine Weile her, dass du deine Dosis genommen hast. Du bist immerhin süchtig. Also, du ziehst dir das Zeug rein und... Ich stelle erstmal mein Zelt auf. Ich stell erstmal meinen nüchternen Zustand. Ja. Das kriege ich übrigens super hin, weil ich bin nüchtern. Ich bin das erste Mal seit 20 Jahren nüchtern. Ich kriege das Zelt perfekt aufgestellt. Das Abbauen wird wieder schwer. War noch nie so sehr bei Sinn. Ich habe Sinn des Schärfe 100. Ich habe das gerade in dem Moment super aufgestellt. Okay, wie dunkel ist es denn? Ja, es wird jetzt halt abends. Dämmerung halt. Sind wir in einem Wald oder wo sind wir? Was gibt es denn da so für Viecher? Ihr seid so in einem Wald. Was gibt es da für Viecher? Gibt es Hasen? Das weißt du nicht. Willst du jagen gehen oder? Ich würde gerne eine Schlinge auslegen. Dann hast du Fallen stellen oder sowas als Talent? Bestimmt. Ja, habe ich. Alles klar, dann würfel drauf. Wenn du das tun willst. How? du gibst im Chat ein /R1W100. R1D100. Yes, okay, I tried. Nevermind, es hat nicht funktioniert. Nochmal. Slash R. Leerzeichen und dann 1D100. Ja. Also 1D100. Dankeschön. 40. Okay, was für Werte hast du auf Fallen legen? Auf Fallen legen habe ich, das steht ganz rechts, ne? Ja. Dann habe ich 69. Nice. Entschuldigung, Reflex. Schaffst du es, die gute Falle auszulegen? Reflex. Das war klar, aber habe ich auch gerade gedacht, also alles gut. Molly, kannst du mal wieder das Bild einblenden, das Waldbild einblenden? Wir sind ja scheinbar jetzt im Wald. Ja, da wo ihr euch eigentlich schon vor einer Ewigkeit hättet. eigentlich schon lange hättet sein sollen. Gott. Okay, fange ich mit der Falle an. Der ganze Tag war so schwierig, das war gerade so viel Stunde für mich. Ich habe gebraucht, um aus der Stadt rauszukommen. Ich leg mich eure in. Schuld. Ich leg mich, eure ich zieh mir mein Zeug rein, ich zieh mir mein Zeug rein, leg mich ins Zelt und trockne mir meine Augen ab. Das ist trockne mir mein Zeug ab, was von Tränen nass ist. Und ja, alles klar. Also ihr schlaft alle oder hält einer Wache oder? Nee, also ich würde auch mein Zelt abbauen und würde mich gerne mit der Hofzauberin über magische Dinge unterhalten. Okay, also unterhalte ich mich über magische Dinge. Ich leg mich schlafen. Würde ich mir einen Gefallen tun und vorher noch ein Feuer anmachen, falls ich nämlich gleich was fange, können wir das dann braten. Ratzepü! Mein Waschwerk kruschelt durch den Wald, der versorgt sich gerade selbst. Den könnten wir auch braten. Nix da! Dinger weg von Mar! So, jetzt gibt's was mit der Keule. Ah, dann schieße ich dich mit dem Bogen ab, so weit kommst du nicht mit dem Ding. Ich schnarche so laut, dass das ganze Lager hört, ich bin schon tief im Schlafen. Ratzepü! Lecke magisch Siegel auf deinen Mund. Ich ersticke im Schlaf tot. Du hast immer noch eine Nase. Die ist vom Bart verdeckt. Du weißt schon, dass man durch die Nase schnarcht, aber gut. Ja. Okay, fange ich was?
Du hattest 40 gewürfelt, ne? Ja, du hast die Falle so gut ausgelegt, du hast erkannt, dass da so ein Tierpfad ist, du fängst einen Hasen. Perfekt. Hat der gute Zauberer uns ein Feuer angekriegt? Das weiß ich nicht, ob er es hingekriegt hat. Was will er tun? Ich kann gerne versuchen, ein Lagerfeuer aufzubauen. Ich weiß nicht, also wir müssen dann Holz sammeln und Ja, mach ich mit. Gefällt mir. Gut, dann wollen wir ein Lagerfeuer. Jo, aufmachen. Sehr schön. Dann mach das. Ja, wir bauen ein Lagerfeuer. Wir bauen ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Gut, ihr habt ein Lagerfeuer gebaut. Wer zündet's wie an? Okay, jetzt... Du bist der Mana-Süchtige hier. Ich habe meine magischen Spielerei mit dem kleinen Feuerball. Reicht das, um das Lagerfeuer anzuzünden? Mit Zunder? Ja, also das reicht. Also muss ich jetzt nicht extra dafür würfeln, um den Zauber zu... Nee, du bist Elementzauberer, so ein kleines Feuer anmachen, das kriegst okay. du locker. Dann mach ich das. Ja. In der meine Zeit vier Mana möchte ich da jetzt nicht viel draus. Pack ihn in das Feuer. Gut. So, also der Hase brutzelt jetzt und wir können was essen. Der Zwerg kriegt nicht, der pennt. Ja, der hatte schon seine Drogen. Er hatte seine Drogen, er braucht nichts essen. Ja, ja. Okay, also. Wer hätte gerne ein Schenkelchen? Ich nehme eins. Sehr schön. Ich auch. Perfekt. Dann nehme ich den Bauch. Die Maria kriegt auch was. Genau, die Maria, keine Ahnung, kriegt die zwei Vorderbeine oder so. Oder die Ohren. Die Ohren, da ist nicht viel dran. Die sind da, passt weg. An der Hofzauberin ist auch nicht viel dran, also von daher. Es ist ein Hase, also es ist insgesamt nicht viel dran. Ich werd satt. Gut, ihr habt also überraschend gut gegessen. Der Waschbär hat sich die Innereien geklaut. Der Waschbär ja, ist Fleisch. Ja, es ist alles, was es ist alles. Waschbären sind Omnivoren, die essen alles. Was habt ihr gerade gegrillt? Was für ein Tier? Hase. Oha. Du hast geschlafen, du hast das nicht mitbekommen. Ja, verratet's mir nicht. Ja, leider. Okay, ich würde gerne die Hochzauberin fragen, wo Oha, sie den gelernt hat und worauf sie sich spezialisiert hat. Also welche magische Schule. Alles klar. Wann wollen wir in einer Sekunde wieder da. Immer Pause machen? Ich hock mich in den Baum und Von mir aus können wir noch ein bisschen weitermachen. Ja, nee, ich frag nur, weil ich habe gerade gesehen, dass ich meine Uhr vergessen habe zu stellen. Wollten wir alle 1,5 Stunden machen, oder? 1,5 Stunden fände ich ganz gut, wenn wir das machen würden. Wir jetzt noch bis 20 Uhr? Bis 2010 würde ich sagen, wir haben 1940 angefangen, dann können wir bis 2010, können wir 2010 eine Pause machen. Oder 2015 zur Primetime, eine kleine Pause. Gut, darf ich trotzdem kurz auf den Baum klettern, damit ich jetzt kurz auf Toilette gehen kann? Ja, ja, das kannst du gerne machen. Das ist kein Problem. Ja. Dann stopfe ich mir was in die Ohren, hock mich in den nächsten Baum, hab ein Auge auf die Magierin, dass die nicht von dem Guten hier irgendwie angemacht wird. Und schlafe eine Runde. Versteckt jemand die Hasenknochen? Wir legen mit dir auf deinen Schlafsack. Oh Gott. Okay, könnte mal versuchen. Ich bin gleich wieder da. Ah ja, unser lieber Herr sadistischer Magier. Ich hab einen dämonischen Wurm, was erwartest du? habt ihr jetzt wirklich gemacht? Habt ihr jetzt wirklich die Sachen, die Hasenknochen auf meinen... Das ist eine gute Frage. Nein. Macht das jetzt... Das ist meine Frage, dementsprechend werde ich nach dem Aufwachen reagieren, das ist... Naja, standardmäßig halt vergraben, damit genau. Das Wildviech da jetzt nicht dran geht. Genau. Okay, alles klar. Gut. Ihr habt gegessen und... Die Reste vergraben. Das ist jetzt der Stand, wo wir sind. Okay. Mit der Zauberin unterhalten. Alles klar, du fragst sie, wo sie... Ich himmel sie ein bisschen an, aber geh dann pennen, also. Sie sagt, sie war auf der Uturia Akademie der Illusion. Illusion, interessant, interessant. Sagt mir die Akademie was? Absolut nicht. Absolut. Aber du kennst gar auch, nicht. Aber du kennst auch die an. Du kennst die auch nicht alle. Du kennst die so bei euch im Gebiet sind, kann also durchaus sein. Illusion, interessant, interessant. Ich frage sie, und was ist euer Lieblingszauber? Weil mich das halt immer interessiert, weil ich auch einen Lieblingszauber habe. Lieblingszauber, also das
das magische Licht, das ist immer nützlich, wenn ich abends noch arbeiten muss. Das mag ich auch. Aber nächstes mag ich den Kettenblitz. Ich bin halt selber Elementarist. Und beschäftige mich vor allem mit den Elementen. Habe auch selber mehrere Abhandlungen verfasst. In meiner Zeit bei der Akademie von Magnus Feuerherz. Und also mit dem das magische Licht, da bin ich selber fähig. Hättet ihr vielleicht noch andere Zauber, einfachere Illusionszauber, die ihr mir vielleicht zeigen möchtet? Also so spontan fällt mir da nichts ein. Ich meine, ich kann zum Beispiel so Nebel um mich herum erscheinen lassen, um mich zu tarnen, aber sonst müsste ich nachlesen. Ich würde sie fragen, ob sie mir den Zauber beibringen möchte. Okay. Wenn sie es schafft, den Zauber durchzuführen, dann kannst du es lernen. Welchen Zauber? Worum geht's? Nebel erschaffen. Ja, zumindest erscheinen lassen. Ob der jetzt echt ist, das... Die Illusion ist halt, ja. Also uns verstecken für den Ron, das ist doch schön. Ja, zum Beispiel. Ist relativ nützlich. Naja, scheiße, den Zauber hatte ich mir physisch aufgeschrieben. Nebelwand, Stufe 1. Ich schlafe derweil im Zelt vor mich hin. Ich schlafe an irgendeinem Baum gelehnt mit Waschbären auf dem Schoß. Also um euer Lager herum erscheint eine relativ dichte Wand aus Nebel. Husten im Schlaf. Also ich blicke mich um, betrachte Nebel und sage beeindruckend. Schleimer. Ja. Wenn du den lernen willst, dann würfel mal eben auf Wissen. Und zwar eine schwere Probe, das heißt um 50% erschwert. Hui. Das heißt um 50%? Also wenn ich jetzt 35 habe, dann davon nochmal die Hälfte, also die Hälfte. Noch 17 drauf. Ja, genau. Dann sind wir bei 52. 46. Hey, warte. Ich habe ja dann die Hälfte, also 17, also habe ich es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft. Sie hat da irgendwelche Formen mit den Händen gemacht, die du jetzt nicht so wirklich gut nachmachen kannst. Die kennst du auch so in der Form nicht, aber es wird wahrscheinlich auch wieder irgendwas Spezielles von ihrer Akademie da sein. Ja, gut, ich bin da eh so in Illusionen bewandert, deswegen macht das schon Sinn, dass mir das nichts sagt. Okay. Bin ich ein größerer Illusionist als unser Magier? Was hast du in Illusionen? Ich hab keinen direkten Wert, aber ich hab den Zauber Trugbild. Ja, wenn du den auch lernen willst, dann kannst du auch gerne mal auf Wissen würfeln. Bei dir nicht der Schwert. Ich schlaf schon. Schade. Das ist schlecht. Ja. Dumm gelaufen. Okay, hat die Zauberin ein eigenes Zelt? Sie hat ein eigenes Zelt, ja. Okay, ansonsten hätte ich ihr angeboten, in mein Zelt zu kommen, weil ich Torvus nicht traue. Ja. Aber ich schlaf gerade draußen. Ja, sie hat ein Zelt. Aber die, oder was? Wow. Also sie ist komplett ausgestattet mit allem für die Reise, inklusive Kerzen, Fackeln. Na, perfekt. Zelt, Wasser. Erstmal ausbauen. Also sie hat ein eigenes Zelt. Ja, und zwar eins, das größer ist als eure. Und sehr anscheinend schön. Teurer. Sehr schön. Gut, also gehen alle schlafen, oder wie habe ich das... Ja, du bist auf den Zauberer, keine Ahnung. Ja, habe ich mir denn bei der Zaubervorführung wenigstens ein bisschen an Illusionswissen angeeignet, als begabter Beobachter? Nein, du hast da gesehen, dass sie irgendwas mit den Händen macht, aber du... Verstanden hast du es nicht. Ganz genau. Schade. Schade. Schade, schade, Schokolade. Quatsch mit so einem. Dann verabschiede ich mich und gehe in mein Zelt schlafen. Ja, alles klar, dann... Guck ich noch, was der Zwerg so sieht in seinem Rausch. Ich schlafe. Ja, du träumst aber. Sowas wie Träume existieren. Und du bist gerade voll auf irgendwelchen Halluzinogenen schlafen gegangen. Mhm. Also du siehst auf jeden Fall absolutes Chaos um dich herum. Überall ist das Gesicht von dem Typen, den du
den du Meißel im Kopf gerammt hast. Der dich von allen Seiten auslacht. Vielleicht hier nochmal der Einwurf. Der Zwerg war Pazifist und hat im Endkampf der Proberunde dem Beschwörer eine Meißel in den Kopf gerannt. Ah, cool. Ich war früher mal ein Pazifist, das habe ich mir danach, habe ich mir dann überlegt, ist doch nicht wohl so. Ist doch nicht so meins. Jedenfalls war es so oder so nicht mehr. Ja. Nach der Sache mit dem Meißel war es nicht mehr so meine Sache. Seitdem nicht mehr so. Also du schläfst nicht gut. Aha. Das ist schlecht. Weil du irgendwelche absurden, seltsamen Dinge siehst. Das ist schlecht, weil ich einigermaßen schlechte Heilung habe. Ja, ihr dürft jetzt alle einmal regenerieren und zwar. Was soll ich würfeln? Ich hatte keinen Schaden, muss ich dann würfeln? Nee, oder? Nein, du nicht. Du hast nicht verbraucht. Ich auch nicht, aber ich hätte Mana zu regenerieren. Ja, gut, dann. Was soll man würfeln? Das ist jetzt eine lange Rast. Das heißt, ihr dürft einen W20 würfeln. Alle, auch der Zwerg. Eine 11. Alles klar, dann regenerierst du 11. 19. Wuhu, bin wieder bei 91. Vollem Leben. Gut, der Bade regeneriert dann. Ich bin nicht bei vollem Leben. 21 sein, die er regeneriert. Oh, ich hab 88, also voll regeneriert. Ja. Und der Zauberer für Mana ist voll. Ah, okay, ich hab sogar noch mehr als der Bade, also. Ah, sehr schön. Brauch ich mir keine Gedanken zu machen. Ich hab halt 100 Lebenspunkte, ganz normal. Ich habe jetzt 91, das, also ich hatte das vorher. Ja. Ja, ja. So oft wie du Schaden bekommen hast in der Stadt. Ja. Aber ich werde jetzt zumindest nicht gleich sterben. Hätten wir keinen Schlaf gehabt vorm ersten Kampf, hätte ich darauf gewettet, dass du noch vorm ersten Kampf 50 Lebenspunkte unterschrieben hättest. Na, vielleicht. Ich bin jetzt wieder bei soliden 91, das ist in Ordnung. Alles klar. Ist doch was, womit man arbeiten kann. Ihr schlaft alle, ihr träumt auch alle irgendwas. Auf jeden Fall, euch geht's danach wieder gut. Außer dem Zwerg, der hat immer noch ein paar blaue Flecken. Aber ich meine, die Drogen machen das weniger, das macht das erträglich. Das ist, ja. Die schmerzen kaum. Das ist. Die blauen Flecken. Die Drogen schmerzen mitgenommen, kaum. Außer als hätte er nichts gut geschlafen. Ach, ist normal für mich. Also, dann baut ihr wieder am nächsten Tag euer Zeug ab und geht ich weiter. Ich von meinem Baum runter. Ich hoffe, ich habe nicht unter dem Baum geschlafen, von dem du gerade runterhüpfst. Nee, ich bin nicht doof. Achte auf sowas. Ich knüll mein Zelt irgendwie zusammen und steck das mir ein. Ich bin nicht gleich. Ich weiß niemand nicht, wie ich das. Niemand kriegt ein Zelt so groß zusammengefaltet, wie es vorher war. Doch, ich krieg das. Was? Ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gestern aufgebaut habe. Ich krieg das irgendwie. Ich hab mittlerweile einfach gar keine Packung mehr für mein Zelt, dann passt das schon zu Hause. Also mein echtes Zelt. Nice. Ich stopf das in meinen Beutel und es nimmt zweimal mehr Platz weg im Beutel als vorher. Man kennt's mit Zelten, die man wieder zusammenstopft, die sind zweimal so groß. Und man so. Sehr schön, sehr schön. Okay, also wir gehen wieder los. Und zwar hoffentlich möglichst schnell. Ja, also am ersten Tag, wo ihr noch reist, passiert nichts groß. Ihr kommt ganz gut voran. Macht abends wieder euer Lager. Mhm. Der Zwerg darf bitte einmal noch regenerieren. Ich darf wieder regenerieren, sehr schön. D20? 21er. Das sind 8. Ach, das heißt, du hast 10 Punkte, die wieder draufschreiben. Geht gar nicht. Das heißt, du müsstest voll sein. 100. Und zwar nicht in dieser Art und Weise. Alles klar. Zieht der Zwerg sich nochmal sein Drogenzeug rein? Dann ist er in 72. Ja, ich zieh mich am Abend nochmal. Muss das irgendwie im Inventar abrechnen? Habe ich da irgendwo was stehen, was da... Ja, du hast dein Drogenzeug. Du hast jetzt 2 verbraucht. Wo muss, von welchem? Ich habe ja eigentlich Mietzeug, 19 Fiolen zum Verkauf und Zutatenbeutel 10. Das ist dein Verkaufszeug? Nein, du nimmst deine Munition dafür. Ich habe einen Zutatenbeutel mit 10 Dings drin. Was habe ich? Nein, du benutzt das Zeug, was du normalerweise als Drogenzeug auf deine Leute schießt. Und wie viel habe ich davon?
Du hast 5 Schuss, das heißt, du hast jetzt noch 3. Gut. Okay. Diesmal kommst du sogar was für dich vielleicht Interessantes. Auch wenn es nicht angenehm ist. Was träume ich denn Schönes? Freundin. Also, nein. Schade. Du träumst, dass du in einer Höhle bist, du spürst, dass irgendwas Dunkles und Böses um dich herum ist. Überall greifen irgendwelche Arme nach dir und du rennst raus, du versuchst mit einer riesigen goldenen Axt dir den Weg da durchzubahnen. Oh, eine goldene Axt. Du fällst aber kurz vorher hin und die gesamte Höhle stürzt auf dich. Du hast unglaubliche Schmerzen und siehst in deinem letzten Moment noch, dass draußen ein Blitz in eine riesige Eiche einschlägt. Oha. Dann wachst du auf. Und es ist morgen, wenn ich aufwache, oder? Ja. Okay. Du hast aber überraschend gut geschlafen. Mhm. Hab mich auch sehr gut erholt. Das ist halt wieder 100 Lebenspunkte. Ja, alles klar. Gut, dann reist ihr weiter. Dann. Wir reisen weiter. Ob noch irgendwas passiert an dem Tag? So. Ah, Mensch. Okay. Jomi hat's Trinken reingeschrieben. Trinkpause, denkt dran, Leute. Schon ein bisschen her, ja. Das ist ein bisschen her, aber. Ja, trinken. Im Stream nie vergessen zu trinken. Eure Reise verläuft sehr gut und ihr kommt auch an den Spielleiter. An so eine Art, ja, an so eine Art. Ich sollte mir was zu trinken holen. Kommt an so eine Art historisches. Wir machen bald Pause. Zeltlager oder sowas. Das sieht alles komplett abgeranzt aus. Überall sind überwiegend Kinder, Frauen und alte Leute. Die alle sehr so nach. Ja, sie wirken nicht glücklich. Oh, sehr gut. Und an der Stelle würde ich auch sagen, machen wir mal eben eine Viertelstunde Pause, damit ich mir was zu trinken holen kann. Jetzt schon? Perfekt. Ja, 20 Uhr würde ich sagen. Ich habe gerade mal eben den Chat geöffnet, weil es gerade hieß Pause. Da schreibt im Chat heißt schöne Musik, ja, danke dafür. Den habe ich im Hintergrund laufen aus der Playlist. Freut mich, dass er gefällt. Ich versuche es auch immer so. Ich auch andere Sachen außer der Musik. Ich versuche so thematisch immer so ein bisschen zu wechseln, wenn wir im Wald sind, die Waldmusik anzumachen, wenn wir in der Stadt sind, wenn wir in der Taverne sind, die Tavernenmusik. Ja. Naja, oh, gute Idee. Ich habe eine schöne Playlist hier, die mit ganz gutem Sound, copyright-freiem Sound, den ich abspiele. Und guten Abend, Burns, und guten Abend, Nugget, an Donley. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wir haben Zuschauer im Chat. Ich glaube, das ist. Ja. Entschuldigung übrigens, dass wir während dem Spiel nicht auf den Chat eingehen, aber das gehört sich so. Das habe ich ja jetzt gemacht. Das bringt sonst noch mehr raus, als es ohnehin schon andauernd passiert. Okay, ich würde sagen... Fürs Rausbringen sind wir zuständig. Ja. Da kommt okay. Einmal ein von hinten und dann ist vorbei. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir eine Pause. Übrigens, Zwischenmeldung, ihr habt gerade so das erste Kapitel jetzt abgeschlossen. Nice. Ja.